heutzutage ist es ja so, dass der Strombedarf hauptsächlich aus nicht erneuerbaren Energien genährt wird, das heißt, beziehungsweise gedeckt wird. Das heißt also aus Atomkraftwerken, aus Holz, aus Kohle. Und das sind ja nun mal Ressourcen, die irgendwann auch aufgebraucht sind. Und ich denke, daher muss man umdenken und muss halt einfach mal in Richtung Natur gucken. Es hat an verschiedenen Stellen so Initialzündungen gegeben. Eine Initialzündung war, dass wir hier in der Schule zusammengesessen haben, als Umweltschule, und gesagt haben, wir sparen Ressourcen, wir haben Solarenergie, kennen uns in Solarenergie aus, kennen uns aus im Bereich des Sparens von Trinkwasser. Zum Beispiel haben wir ja die Toilettenspülung, die halt teilweise aus dem Wasser des Regenrückhaltebeckens kommt. Und irgendwie fehlte Windenergie. Welche Möglichkeiten gäbe es da? Und dann haben wir halt Informationen gesammelt, uns erkundigt bei ortsansässigen Unternehmen und ähnlichem und haben dann halt geschaut, ist das realisierbar, so eine Windkraftanlage. Es soll eine Pilotanlage und eine Schulungsanlage für uns sein. Aber einfach um deutlich zu machen, wir wollen uns auch genau über Windkraft und Windenergie informieren. Wir wollen Möglichkeiten haben, direkt zu sehen über Schnittstellen, über Excel und so weiter, wie funktioniert solch eine Windkraftanlage, dass ein wirtschaftlicher Aspekt damit verfolgt wird und wir genau schauen wollen, was bringt denn jetzt wirklich diese Energie. Sicherlich steht die Wirtschaftlichkeit nicht an oberster Stelle, da wir aber wahrscheinlich über Sponsoring den Bau dieser Windkraftanlage finanzieren können, ist jede Kilowattstunde ein Gewinn für uns, weil wir das direkt einspeisen wollen. Und zwar haben wir mehrere Möglichkeiten der Finanzierung gefunden. Erstens ist es ja so, dass wir den Umweltpreis gewonnen haben bei der Sparda Bank. Das heißt, damit haben wir dann schon mal 5.000 von den voraus geplanten 30.000 Euro. Das heißt also, insgesamt wird die Anlage mit allem drum und dran bis 30.000 Euro kosten. Dann haben wir schon zugesagt bekommen vom Bistum Osnabrück eine Förderung in Höhe von 5.000 Euro auch nochmal über den dort vorhandenen Ökofonds. Dann bekommen wir noch gewisse Gelder vom Förderverein des Gymnasiums Twistring. Die haben uns auch schon Fördermittel zugesagt. Und ich bin gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, beziehungsweise das halt stückweise Bingo-Lotto zuzuschicken. Die haben ja schon sehr viel hier in Twistring gefördert, in Bärenleifert und ähnliches. Und dann soll das halt auch noch mit der Anlage, mit der Windkraftanlage geschehen, inklusive des Baumleerfahrts, also quasi zweigeteilt. Und da habe ich auch eine gewisse Summe beantragt und dann kommen wir den 30.000 schon sehr nah. Ich hoffe, dass wir zu Beginn des nächsten Frühjahres bei offenem Wetter mit dem Bau beginnen können. Vorher wird aber ja, und das ist dieser Turm, der jetzt da steht mit dem kleinen Windrädchen, noch das Windmessgutachten, so nennt sich das, abzuwarten sein, weil die uns genaue Angaben geben, ist der Standort geeignet, ja, er ist geeignet, das wissen wir, aber in welcher Höhe sind am besten die Windgeschwindigkeiten, die wir ausnutzen können, in welcher Höhe ist die Effektivität am größten. Wir sind auch in der Überlegung, wegen der Windkraftanlage und der Kooperation mit dem Umweltzentrum in Holland, die uns bei der Berechnung der Energieeinsparungen unterstützen. Diese Kooperation wird auslaufen und daher überlegen wir, ob wir nicht im Zusammenhang mit unseren Energieeinsparungstätigkeiten und Umweltschutztätigkeiten eine Schülergenossenschaft gründen. Eine Schülerfirma, die aber als Genossenschaft getragen wird, wo wir dann genau Wirtschaftlichkeitsberechnungen machen, wo wir auch einen Etat verwalten wollen und mit dem Genossenschaftsverband in Hannover oder in Weser-Ems werden wir wahrscheinlich dann eine Kooperation eingehen, die dann uns dabei helfen, entsprechende Bilanzen am Jahresende
aufzustellen. Wir machen das dann über eine AG, die dann als Genossenschaft quasi geführt wird. Letztendlich geht es aber auch darum, die Twistringer Bevölkerung zu integrieren und sie im Grunde auch zu sensibilisieren und ihnen deutlich zu machen, was ist überhaupt möglich mit solcher Art von Energie. Und letztendlich die Wichtigkeit der Windenergie für die Energiewende oder in der Energiewende deutlich machen. Das wäre halt auch ein Punkt. Weil jeder redet von Energiewende und was es letztendlich vor Ort lokal heißt, das ist immer nicht so ganz greifbar für viele Bürger, in Twistringen zum Beispiel.